Dann steigen wir gleich ein. Ich möchte jetzt die beiden Referenten, die die Eingangsvorträge gemacht haben, in einem, ja, vielleicht in einer ersten kleinen Runde nochmal ermöglichen, dass man hier nochmal Fragen stellt oder kurze Kommentierung macht, dass der eine zu dem anderen kurz etwas sagt, dass wir hier untereinander einen gewissen Austausch haben, und würde dann gleich mit Ihnen beginnen. Herr Amels, vielleicht haben Sie zum Herrn Ritzau oder zum Herrn Hirschhausen einen kurzen Kommentar. Ja, was mich besonders interessiert, Herr Hirschhausen, Sie hatten ja bei der Notwendigkeit der Leitung vor allen Dingen darüber gesprochen, dass sie der Braunkohle geschuldet ist, dass es da in Proven ein neues Kraftwerk gibt. Was Sie nicht erwähnt haben, ist, dass ja zeitgleich auch als Grundlage für den Ausbau des Netzes eine erhebliche Steigerung der Windenergie in genau diesem Bereich ist, in genau dem Knoten Lauchstädt, der ja mit ungefähr 4 Gigawatt wesentlich mehr den Netzausbau beeinflusst, als es die Braunkohle tut. Insofern möchte ich Sie da fragen, wie ist das in Ihre Rechnung mit eingeflossen? Und der zweite Punkt, den ich auch nicht ganz verstanden habe, im Moment, Sie sprechen den Punkt Redispatch an. Ich glaube, ich muss da noch mal einen Satz zu sagen. Redispatch ist immer, wenn man das, was eigentlich geplant war, wieder umschmeißt und sagt, okay, wir müssen jetzt das und das Kraftwerk einsetzen, was eigentlich nicht geplant war, weil es eben nicht so passt, wie es alles vorhergesehen war. Wenn Sie dann sagen, wir gehen jetzt mal mehr ins Redispatch rein und müssen dann auch verstärkt Kraftwerke mit ans Netz nehmen, die eigentlich dann auch in dem Moment sehr teuer sind und damit das Gesamtsystem verteuern. Ich finde, wenn man über eine stabile und versorgungssichere Energiewirtschaft reden will, dann muss man den Redispatch so gering wie möglich halten, um potenziell die Gefahren durch Fehleingriffe, Nachsteuerung oder Ad-Hoc-Entscheidungen, so wie in der Kreuzschifffahrt ja verbunden, möglichst zu vermeiden und möglichst auf der, ich sag's mal, versorgungssicheren Seite zu sein. Ja, zu dem ersten Punkt ist klar, dass in dem Knoten natürlich fossile Kraftwerkskapazität und Erneuerbare einspeist. Und wenn man sich dort durch die Gegend begibt, was ich gemacht habe, dann sieht man da zusätzliche Windparks. Zum einen haben die Windparks ja sowieso einen Einspeisevorrang. Zum zweiten ist der Anteil der erneuerbaren Einspeisung zurzeit und ich sag mal in den Zeitraum, für die wir hier diskutieren, ich sag mal 10, 15 Jahre, nicht so hoch, dass man das nicht abfangen kann. Wir haben es ja gerade gezeigt in der Rechnung, in der die Regionalisierung vorgenommen wird. Da ist natürlich auch ein Anstieg der Erneuerbaren dabei, diese Leistungsrechnung. Wir haben mal eine überschlägige Rechnung gemacht, des Kraftwerksmixes an dem Knoten unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Erneuerbaren, die im Norden einspeisen, in Richtung Berlin gehen, teilweise auch in Richtung Hamburg, dass man also erst sozusagen südlich der Linie Berlin-Magdeburg rechnen kann, dann da kommen wir auf einen Einspeisemix von ungefähr 0,7 Tonnen CO2 pro Kilowattstunde unter Berücksichtigung der Erneuerbaren. Das ist 60% höher als der deutsche Mix, der bereits sehr CO2-intensiv ist. Das heißt, die Hypothese ist hier, dass man eben mit Einspeisemanagement, auch mit Lastmanagement etc. das Netz so bespielen kann, dass die Erneuerbaren darunter nicht leiden. Zum Redispatch ist zu sagen, dass ein Redispatch mit anderen Kapazitäten nicht unbedingt teurer sein muss. Die Braunkohle, wenn man sie gesamtwirtschaftlich betrachtet, hat Kosten inklusive der Umweltkosten, inklusive des Staubs, des Quecksilbers, des SO2, NOx etc. von ungefähr 10 Cent pro Kilowattstunde. 10 Cent pro Kilowattstunde. Der Preis, der damit erzielbar ist, in Leipzig oder in Paris, ist ungefähr 3,5 oder 4. Das heißt, die Kosten, die wir als Gesellschaft für Kohlekraft zahlen, ist mehr als doppelt so hoch als das, was wir davon haben. Deshalb ist es gesamtwirtschaftlich hocheffizient, Braunkohle abzuregeln. Dass man dafür im Redispatch, zum Beispiel auch in Österreich, auch mal fossile Kraftwerke nehmen muss, das ist so und das kann man auch nicht ändern. Es ist aber besser, mal eine österreichische Ölmühle für einen Tag oder zwei hochzufahren, als ein Braunkohlekraftwerk 8000 Stunden durchfahren zu lassen. Ja. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Hirschhausen. Also was für uns auch ganz wichtig ist, dass wir hier bei dieser Veranstaltung heute alle einer Meinung sind, wir müssen raus aus der Kohle. Also ich möchte diese Gemeinsamkeit noch einmal darstellen und noch einmal herausstellen. Und natürlich auch raus aus der Atomkraft, das ist ganz klar. Die Wege dorthin, das sind wir, denke ich mal, unterschiedlicher Meinung. Ich habe zu Beginn, da waren Sie noch nicht da, Herr Schausen, auch schon mal kommentiert. Ich glaube nicht, dass man durch den Nichtbau einer Leitung hier aus der Kohle wirklich langfristig aussteigen können. Wir brauchen CO2-Grenzwerte, wie sie England eingeführt hat. Wir brauchen CO2-Mindestpreise. Das sind die Sachen, wo wir die Tagebauer wirklich verhindern müssen in Zukunft. Also da braucht man eine klare gesetzliche Regelung nach unserer Einschätzung. Aber der Herr Ritzau hat hier auch noch mal eine Frage und geht's weiter. Danke. Ja, ich habe auch eine konkrete Frage, die mir sehr am Herzen liegt. Also ich möchte auch nochmal betonen, ich selber komme auch aus der Braunkohleregion. Ich weiß, was Heimatverlust ist. Im Rheinischen Braunkohlenrevier haben wir die gleiche Debatte und haben uns schon im Studio mit beschäftigt. Und ich selber halte die Braunkohletechnologie, ich halte es für einen falschen Weg, also jetzt noch weitere neue Kraftwerke zu bauen. Und in unseren Modellrechnungen haben wir auch keinen Zubau von Braunkohle unterstellt. Und was man aber auch sehen muss, ist der Szenariorahmen 2015, der gerade gezeigt wurde, für den gibt es doch gar keine Netzentwicklungsplanung. Also man muss aber natürlich da die Debatte führen. So, das war ein Vorauskommentar. Jetzt kommt aber die Frage an Herrn Hirschhausen. Wir haben viel darüber gehört, dass möglicherweise Spekulationen gehört, dass das jetzt in erster Linie für Braunkohle ausgebaut wird. Ich habe in Ihrem Vortrag vermisst, wie Sie die Windenergie im Nordwesten und im Nordosten integrieren wollen. Und ich habe konkret die Frage an Herrn Hirschhausen. Sagen wir mal, bei dem Mittelfristziel 50-60%, was wir ja in den nächsten 10 bis 15 Jahren erreichen wollen, also sagen wir mal 60%, 2030, das sind 15 Jahre, wir wissen, wie lange Leitungsbau wird, kann man 60% Windenergie und den entsprechenden Anteil in Ostdeutschland mit dem heutigen 4 Wechselstromleitungen, die von Ostdeutschland in das Restnetz führen, integrieren oder wie viele Stunden muss man abregeln? Unsere Modellrechnungen haben ergeben, dass es nicht wenige, sondern 1.000 bis 2.000 Stunden und teilweise mehr sind. Das habe ich in meinem Vortrag gezeigt. Also, klare Frage. Ich möchte von Ihnen mal konkret wissen, wie Sie die Windenergie in Ihrem Modell integrieren. Was machen Sie denn damit? Ja, die Windenergie ist an jedem Knoten berücksichtigt, inklusive der für die nächste Periode, also für die 20er und 30er Jahre, geplanten Standorte. Die Sonnenenergie ist da konzentriert, wo zurzeit Photovoltaikanlagen stehen. Es handelt sich um ein deterministisches Modell. Das heißt, wir abstrahieren hier von Fluktuationen, haben aber die Extremfälle, wo nämlich überhaupt kein Wind ist und überhaupt keine Sonne berücksichtigt. Und der rechte Fall, der linke Fall, ist ein solcher Extremfall. Das heißt, wenn wir hier über Versorgungssicherheit sprechen, dann haben wir auf der Kante kein Problem. Wir haben ein Problem auf der rechten Seite, wenn ich viel Wind habe und wenig Photovoltaik, weil ich eben abends bin in der Regel oder in der Nacht, dann wird prioritär der fossile Kraftwerkspark zurückgefahren und wir haben die genaue Zahl für die 18 Stunden müsste ich raussuchen, kann ich aber machen. Für die 8760 habe ich es nicht. Haben wir einen geringen Anteil von Wind, der nicht eingespeist werden kann. Wir haben aber berücksichtigt, und das darf man auch in der Diskussion nicht vergessen, das ist ja eine aktuelle Karte hier, es gibt ja Netzausbau. Die Windsammelschiene ist fertiggestellt worden, vorletztes Jahr. Es wird nach einer Diskussion, die kontrovers diskutiert geführt worden ist, wird wahrscheinlich die Thüringen-Leitung gebaut. Es besteht, ja, die ist in Planung. Es hat stattgefunden, die Temperatur des Leiterseilmonitoring auf der Strecke Rempendorf-Gritwitz. Es gibt auch Kapazitäts-
Zubau hier auf dem Transformator bei Magdeburg, also auf der Strecke. Es gibt des Weiteren die Möglichkeit, bestehende Trassen, nämlich 220er, hochzurüsten, also insbesondere eine, die hier aus dem, die hier entlang der Strecke verläuft, ein potenzieller Kandidat. Das heißt, mit dem bestehenden Netz und den im Entwicklungsplan geplanten Zubauten, zum Beispiel der Uckermarkleitung, wenn die kommt, besteht die Möglichkeit, bis in die 20er und Anfang der 30er die Erneuerbaren einzuschleifen, wenn man, und das ist natürlich die Annahme, wenn man die Braunkohle prioritär abregelt. Das ist eine starke Annahme, aber sie ist kompatibel mit den Zielen, die wir insgesamt haben. Und jetzt wird hier immer gesagt, dass Sie und andere nicht mit neuen Kraftwerken rechnen. Aber ich verweise nochmal auf die Seite 22 des Szenariorahmens. Da sind zwei neue Kraftwerke explizit drin. Die sind hier in Gelb. Das ist Profen und Niederaußem. Dann fahren Sie mal vor Ort, fragen, wer will denn da Geld in die Hand nehmen. Dann wird es schon ein bisschen ruhiger, sowohl beim RWE als auch bei der Milbrag. Das heißt, selbst wenn man diesen Trade-off hat zwischen Windeinspeisung und Braunkohle, dann ist doch diese politische Meinungsäußerung schon ein Grund dafür, sich gegen die darauf basierende Netzentwicklungsplanung, die ja kommt wie das Amen in der Kirche, das dauert jetzt 2-3 Jahre. Und wenn da jetzt nichts passiert, dann stehen Sie und wir in 2-3 Jahren da. Da kann man über Methoden streiten, das ist auch interessant, mit einem von den Netzbetreibern vorgeschlagenen, von der Bundesnetzagentur abgehakten, von Abgeordneten abgestimmten, von Beratern als gut befundenen Netzentwicklungsplan mit mehr Braunkohle. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt hier. Herzlichen Dank. Dann würden wir jetzt beginnen mit der Diskussion im Publikum. Ich habe da vorne in der zweiten Reihe eine Frage, dann hinten. Ja. Wenn Sie vielleicht zuerst den Namen sagen und dann auf das Mikro warten, weil es ist doch ein größerer Saal. Mein Name ist Reinhard Bauernfeind, Aktionsbündnis der Trassengegner. Ich hätte grundsätzlich folgende Frage. Wir wollen natürlich alle die Energiewende und ich habe auch Hoffnung, dass wir das in Deutschland hinkriegen. Aber was nützt es weltweit, wenn wir nur in Deutschland was machen, wenn zum Beispiel in Europa, in den umliegenden Ländern nichts gemacht wird? Ich war vor kurzem in Italien unten. Ich sehe hier weder Photovoltaik noch Windräder. Ich sehe praktisch gar nichts, außer Strommasten, die praktisch... ja, wie gesagt, okay. Jedenfalls, man sieht große Stromlasten und es ist so, wie es sich das darstellt, würde das europäische Netz kommen. Meine Frage ist, wie sieht denn das europäische Netz aus, wenn tatsächlich in diesen Ländern auch wesentlich mehr erneuerbare Energien erzeugt werden, dann kommen wir nach meiner Meinung eine Vergrößerung der Speicherkapazität nicht herum. Und gerade da habe ich Bedenken, ob dann dieser Korridor D, der bei uns angedacht ist, für dieses europäische Netz überhaupt Vorteile bringt, ob man nicht dann ganz andere Leitungsführungen finden müsste, die dann auch für die Zukunft geeignet sind und jetzt nur so ein Projekt von einem Tag zu dem anderen darstellen würden. Danke. Herzlichen Dank. Ich sammle immer drei Fragen und dann verteilen wir es oben auf dem Podium. Wenn Sie vielleicht Ihre Notizen machen, die der Janitschek. Warten Sie kurz aufs Mikro. So viel Zeit haben wir. Ja, Bernd Weber vom Energiebündel Kreis Eichstätt. Ich bin dort auch Sprecher der Bürgerinitiativen vor Ort. Ich habe eine Frage. Ich möchte mich zunächst mal bedanken bei Herrn Hirschhausen, weil er als einziger das Wesentliche angesprochen hat, nämlich den Szenariorahmen. Habe jetzt aber noch eine spezielle Frage, die nicht angesprochen wurde, die in dieselbe Richtung geht. Wir importieren derzeit 30 Terawattstunden aus den nördlichen Ländern, aus Skandinavien, und exportieren ca. 70 Terawattstunden, das sind fast 20% unserer Energie in den Süden. Die Auswirkungen auf den Netzausbau hätte ich gerne gewusst. Und letztendlich will sich dazu stellen, ich würde lieber statt Braunkohlestrom nach Italien dort unsere Technik, sprich unsere Windräder exportieren. Frage 2,
Herr von Hirschhausen, Sie haben die Trasse angesprochen. Bitte verlieren Sie auch noch ein, zwei Wörter, was die Verlängerung von Sachsen nach Güstrow an die Ostsee angeht. Dankeschön. Jetzt gehen wir zwei Reihen weiter hinter. Der Dieter. Dieter Janitschek, Mitglied im Bundestagsausschuss für Wirtschaft und Energie, und Professor Hirschhausen, wir haben uns in Berlin ja auch bereits getroffen und ausgetauscht. Grundsätzlich ist gesagt worden, das Thema Braunkohle, wir haben gestern im Bundestag einen Antrag gestellt, das Bergbaurecht zu ändern. Also wir sind dahinter, Konzepte zu finden, wie wir aus der Braunkohle rauskommen. Dass der Leitungsausbau der Hebel sein wird, glauben wir explizit in der Fraktion nicht, aber dazu ist ja auch bereits einiges gesagt worden. Meine konkrete Frage jetzt auch an Sie ist, Ihr Konzept nochmal darzustellen für diesen Kapazitätsmarkt. Man könnte auch sagen Sonderstromzone Süd, weil nichts anderes würde das dann bedeuten, wenn wir mit Österreich, der Schweiz, Italien, mit den dort vorhandenen fossilen Kapazitäten, Ölkraftwerke, atomenergiebetriebene Pumpspeicherwerke plus die italienische Netzstruktur einen gemeinsamen Markt bilden, uns abkoppeln sozusagen von der Windenergiezufuhr aus dem Norden. Was würde das in CO2-Gesichtspunkten bedeuten? Und dann die Frage an alle Referenten, das treibt mich nämlich sehr um. Das Umweltbundesamt hat vor kurzem eine Studie herausgegeben, 2050 für die Energiestromproduktion. Sie gehen ja alle von stabilen Szenarien aus. Ja. Sozusagen, dass es kein Wachstum der Energiemenge geben wird. Das Umweltbundesamt rechnet mit einer umfassenden Elektrifizierung der Mobilität, der Wärmebereiche und natürlich der erneuerbaren Versorgung des Stroms mit einer Verfünffachung der Stromproduktion bis 2050, dann können Sie diese ganzen Szenarien völlig vergessen, auf Basis erneuerbarer Energien. Und in so einem Szenario, sagen wir mal, wir haben 50% mehr Wachstum, als wir heute haben. Das muss man sich nicht wünschen, aber man kann sich den vergegenwärtigen. Was würde das dann bedeuten für Leitungsausbau und weiteres? Herzlichen Dank. Ich würde jetzt erst mal oben aufs Podium gehen und dann gehen wir wieder in den Saal. Wenn Sie, der Reinhard Hirschhausen, Sie waren zweimal direkt angesprochen, würde ich Sie bitten zu beginnen. Aber wenn es geht, relativ kurz, weil ich habe jetzt so, wie ihr schon mal gesehen, es sind noch mal 10 neue Fragen. Also wenn es geht, 30, 40, 50 Sekunden mit der Antwort. Danke. Ja, vielleicht dann ganz schnell. Umkehr der Reihenfolge. Herr Janacek, die fünffache Stromverbrauch haben wir hier nicht gerechnet, hängt natürlich genauso wie die Versorgung von Bayern von der Struktur ab, die man in 30er und 40er Jahren hat und haben möchte. Ist aber unabhängig davon, dass ich in Süddeutschland, Österreich hat atomfrei und weitgehend CO2-freies Kraftwerksmix. Die Schweiz steigt aus der Kernenergie aus. Italien, wer sich richtig mal in Italien umschaut, sieht, dass Italien zukünftig nach Nordafrika exportieren wird. Ja, viele bei uns denken, wir müssen jetzt irgendwie Riyadh mit London verbinden, das ist Unsinn. Zurzeit sieht es so aus, dass Italien Sonnenenergie nach Nordafrika exportieren wird. Das heißt, da ist mir überhaupt nicht bange. Und diese Ölschüssel, die Sie genannt haben, ich sage es nochmal, das hat einen extrem starken CO2-Effekt, wenn wir, so wie diese roten Kullerchen zeigen, eben die Braunkohle abregeln und dafür mal für ein, zwei Stunden, zwei Tage das Ölkraftwerk anfahren. Was die Kapazitätsdiskussion angeht, laufen wir in eine Richtung, bei der wir explizit für eine strategische Reserve argumentieren. Wir glauben nicht, dass der fokussierte Kapazitätsmarkt das Problem lösen wird, weil er abrutschen wird in einen allgemeinen Kapazitätsmarkt. Noch dazu, wenn wir uns mit den Franzosen vereinigen sollen. Und im Rahmen einer strategischen Reserve kann man auch und muss man auch Kohlekraftwerke in die Reserve tun. Und das kann auch in Süddeutschland. Süddeutschland ist nicht nur Bayern. Da gibt es noch Baden-Württemberg. Gucken Sie mal nach Mannheim, nach Karlsruhe. Da werden heute noch Steinkohlekraftwerke gebaut bzw. ans Netz gebracht. Da ist viel Kapazität da. Und wie sich dann die Bundesregierung zum Kapazitätsmarkt äußern wird, das wird zu verfolgen sein. Ich denke, wir sollten strategische Reserve machen. Europäisches Ausland ist zweimal genannt worden, ist wichtig, aber weniger wichtig, als im Allgemeinen vermutet wird, weil die Akteure dieselben sind. Die Akteure sind die Netzbetreiber. Das sind die 50 Hertz, das ist der TenneT, das ist die Amprion, das ist der Transnet BW und das sind die Freunde von der RTE. Die machen diese Netze und deshalb hängen die zurzeit so ab, dass sie die nationalen Energiemixe
repräsentieren. Es gibt ja diese Energy Nautics Studie, die jüngst veröffentlicht wurde, die zeigt, dass man natürlich in einer Welt, in der die Kohle weggeht, in der das Atom weggeht, auch neue Leitungen braucht. Das ist völlig ungenommen, das ist selbstverständlich, sind wir uns alle einig. Das hat aber jetzt für Ihre Region hier erstmal keine Auswirkungen. Letzte Frage, Güstrow. Ich bin da oben letztens auch mal gewesen, habe mich da informiert. Es ist doch komisch, dass ausgerechnet die Leitungen, auch bei Mikritzau, waren ja Leitungen, die benötigt werden, vielleicht in den Szenario-Rechnungen. Aber ausgerechnet über die Leitung spricht keiner. Das ist Güstrow Sachsen und das ist Emden-Osterrad. Die sind verschwunden, die tauchen zwar in den Plänen auf, aber die nimmt keiner ernst. Sondern das, was ernst genommen wird, sind die Braunkohleleitungen aus dem Rheinland nach Philippsburg und von hier nach Meitingen. Und das spricht, glaube ich, erstmal für sich. Herzlichen Dank. Ja, da möchte ich nun doch widersprechen. Gerade die Energy Nautics Studie, die eben angesprochen worden ist, hat gezeigt, das war eine ganz interessante Studie, die für Greenpeace gemacht worden ist, beziehungsweise Greenpeace beauftragt hat, hat folgendes Szenario gemacht. Sie hat errechnet, wir haben keinen Braunkohlestrom mehr im Netz. Wir haben wesentlich mehr Erneuerbare im Netz als bisher geplant. Und dann gucken wir mal, was passiert. Und die Leitung, die jetzt von Lauchstädt nach Meitingen läuft, ist dann immer noch dabei und zwar mit doppelter Leistung. Das muss man sauber differenzieren, dass allein durch das Transporterfordernis und die Braunkohle eigentlich dann gar keine Rolle mehr spielt. Ich finde das eine ziemlich spannende Studie, die noch ein paar Randparameter hat, will ich nicht darauf eingehen. Bei der Abregelung der Braunkohle, die Sie auch angesprochen haben, ist es ja jetzt schon so, dass sie bis auf 40% abgeregelt werden kann oder muss und damit der Windstrom durchgeht. Und die Perspektive ist ja, was nehme ich planerisch rein? Und da bin ich wiederum bei Ihnen, dass man bei der Planung anders rangehen kann. Aber im Moment ist es ja noch so, dass alles, was irgendwo steht, geplant oder abgenommen werden muss. Aber ich bin auch der Meinung, dass wir das CO2-Problem lösen müssen, indem wir Laufzeitbegrenzung oder Grenzwertsetzung oder andere Maßnahmen machen bei der Kohle, damit wir aus diesem Dilemma rauskommen. Einerseits Energiewende, andererseits steigender CO2-Bedarf. Aber ich glaube, mit der Leitung, mit der fehlenden Leitung kriegen wir das nicht hin. Herzlichen Dank. Ja, zu den angesprochenen Fragen. Also zunächst, was passiert im Ausland? Kann ich eine Antwort darauf geben? In unserer Modellrechnung, das ist ein europäisches Kraftwerks- und Netzmodell. Und wir haben auch einen Ausbau in den umliegenden Ländern von PV, Wind etc. Angenommen. In Italien ist ein sehr starker Ausbau von Photovoltaik und zunehmend Wind zu beobachten. Fahren Sie mal nach Sizilien, ich fahre da immer im Herbst ein, zwei Wochen in Urlaub. Da ist mittlerweile in Wien von einem Jahr aufs andere ganz viele Windkraftwerke, kann man sehen, wenn man da durchs Land fährt. Da tut sich also eine Menge. Aber das nur am Rande. Also für ein sinnvolles Netzentwicklungskonzept, ich rede von einem Netzentwicklungskonzept, muss der Austausch mit den Nachbarregionen und mit der EU mitgedacht werden. Das habe ich ja auch deutlich gesagt. Und wir haben in unseren Szenariorechnungen einen moderaten Ausbau, zum Beispiel von Kuppelleitungen zu den skandinavischen Wasserspeicherkraftpotenzialen angesetzt. Da gibt es bisher nur sehr dünne und wenige Kuppelleitungen. Und da muss man auch zu sagen, dass es da auch eine starke umweltpolitische Debatte gibt. Diese Wasserkraftspeicher, die da gebaut sind, sind teilweise noch keine Pumpspeicher, sondern reine Wasserkraft, also wo das Wasser von oben nach unten läuft. Und wenn man jetzt aus den Fjorden hochpumpt, zum Beispiel in Norwegen, dann kriegen Sie auch eine Debatte mit der Wasserqualität rauf und runter. Und was hat das für Auswirkungen auf Fischbestände? Mal abgesehen davon, dass natürlich auch dort dann die inländische Leitungsanbindungsdiskussion auch geführt wird. Also Netzausbau in jeder Form ist ein ganz schwieriges Thema. Also das sehe ich auch ganz klar. Aber wir haben in unseren Szenariorechnungen moderate Vernetzungen, so auch der ostdeutschen Regelzone, mit berücksichtigt durch die Baltische See und kommen trotzdem zum Ergebnis, vielleicht noch nicht 2024, aber bei 50-60% Wind reicht das heutige Netz nicht aus,
es reicht auch nicht aus, die heute schon beschlossenen Maßnahmen, also die Herr Hirschhausen skizziert hat, sondern dass man zumindest noch einen weiteren Größenordnung von mindestens 2 Gigawatt Transportkapazität braucht. Und wir reden da, sonst regeln wir die Windkraft nicht wenige Stunden ab, sondern mindestens 1000 Stunden. Und in unserem Modell wird zuerst die Braunkohle abgeregelt und dann der Wind. Ja, es war noch die Frage nach Preiszonen, vielleicht nur ein Satz dazu. Wenn man das Netz nicht ausbaut, könnte ein Marktdesign die Folge sein, wo es 2 Preiszonen gibt, Norddeutschland und Süddeutschland. Und dann haben wir die Situation, dass in den Mangelstunden in Süddeutschland Kohlekraftwerke die Preise setzen. Sie haben auch in der einen Folie im Vortrag von Herrn Professor Hirschhausen gesehen, dass er zwar die Braunkohle zurückgefahren hat, er hat aber zumindest vorübergehend die Steinkohleerzeugung hochgefahren, und zwar ziemlich massiv. Können wir uns gerne gleich schon mal auf dem Dia angucken. Er hatte also Braunkohle mit Steinkohle getauscht. Ganz am Ende erst geht es zurück, also irgendwann 40 oder 50 auf der Zeitachse. Das ist dann auch eine Konsequenz von Abregelung, dass in der Tat in Süddeutschland dann mehr Steinkohle eingesetzt würde. Und die hängt in der Merit Order nämlich hinten dran, weil durch die höheren Transportkosten der Steinkohle die Grenzkosten etwas höher sind als bei den Kraftwerken in Norddeutschland. Unterm Strich sind sie beide schlecht, damit ich dann nicht falsch verstanden werde. Und ob jetzt der Brennstoff Steinkohle, den wir ja importieren, besser oder schlechter ist als Braunkohle, das kann jeder für sich alleine entscheiden. Herzlichen Dank, Herr Ritzau. Ich bitte um Verständnis, dass man hier oben nicht immer wieder die einen Referenten den anderen kommentieren kann, weil sonst schaffen wir es nicht, die Fragen durchzugehen. Aber Sie können es jetzt gerne noch einmal aufschreiben und den nächsten dann aufgreifen. Ich habe jetzt hier in der dritten Reihe eine Frage hier gehabt. Dann gehen wir so durch. Mein Name ist Eckhard Petzold, Grüner Eidorf. Ich möchte einen anderen Aspekt in die Diskussion bringen. Wir haben einmal die technische Seite und die politische Seite. Ich glaube, dass die Techniker sich schneller einig werden als die Politiker. Die Technik, haben wir gehört, die denken in anderen Dimensionen. Hier haben wir Szenario 30, 50 und so weiter. Ein Politiker denkt bis zur nächsten Wahl. Und alles, was verändert werden muss, packt er gerne weit in die Zukunft, weil er weiß, da bin ich nicht mehr dran. Wenn wir aus der Braunkohle aussteigen wollen, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dann muss man diesen Ländern, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, was anbieten. Gerade am Beispiel Sachsen-Anhalt, Brandenburg hängen sehr viele Arbeitsplätze dran. Aber daran darf es nicht liegen. Da muss ich hier ein Szenario aufbauen, was ich diesen Ländern anbieten kann und wie es mit dem Länderfinanzausgleich aussieht. Aber da müssen wir ran. Ich kann auch nicht Afghanistan und Kolumbien sagen, baut kein Rauschgift mehr an, vergleichbar mit der Braunkohle, aber wir bieten euch nichts an, wovon ihr euch ernähren könnt. Ja, herzlichen Dank. Wir hatten hinten Herrn Emmerich. Grüß Gott, mein Name ist Dieter Emmerich. Ich bin einer der Vorstände von der Bürgerenergiegenossenschaft EWERG aus dem Nachbarlandkreis Erlangen-Höchstadt und aus der Stadt Erlangen. Also wir wollen vorankommen, wir müssen vorankommen beim Atomausstieg, definitiv im Klimaschutz. Wir müssen von der Kohle wegkommen. Ich habe hier eine ganz grundsätzliche Frage, auch die mich beschäftigt. Also ich vergleiche das jetzt mal mit einem Spediteur und unserem Fernstraßenausbau. Man sagt ja auch nicht einem Spediteur, du geh mal her und plane mal den Bundesnetzausbau der Autobahnen und der Bundesstraßen. Aber wir haben hier irgendwo eine Situation, die kommt genau in diese Richtung. Die Übertragungsnetzbetreiber, die planen den Szenariorahmen, also die Grundlage, also auch den Netzentwicklungsplan und stellen dann Perspektiven auf oder Pläne auf. Allerdings, die Übertragungsnetzbetreiber sind ja die direkten Profiteure von diesen Stromtrassen. Sie verdienen
durch den Transport der Energieform Strom über die Stromleitungen, über diese Übertragungsnetzleitungen. Ich halte es für extrem kritisch, dass diese Planer hier da im Spiel zu lassen. Ich mache das ein bisschen ketzerisch. Meiner Meinung nach macht man hier den Bock zum Gärtner. Und das ist sicher keine gute Grundlage. Ich bin nur ein kleiner Gemeinderat in Möhrendorf hier bei Erlangen. Also ich will wissen, woher meine Planer kommen und in welche Richtung die ticken. Ich möchte eine kurze Stellungnahme vom Podium hören, wie Sie zu dem Aspekt stehen. Also ich wäre dafür, die Planer auszutauschen durch unabhängige Institutionen, fände ich wirklich toll. Danke. Dankeschön. Wir sind in der dritten Reihe. Haben wir noch eine Frage? Ja. So, mein Name ist Margit Kiesling. Ich bin auch Grüne, komme aus Altdorf. Das ist eine besonders vom Netzausbau betroffene Region. Wir wollen diese Trasse nicht. Wie gesagt, wie wir schon gehört haben, dient sie in erster Linie dem Transport des Kohlestroms, den wollen wir nicht. Wir wollen dezentrale Energieversorgung mit Erneuerbaren, während die erneuerbaren Energien derzeit die Förderung an die Wand gefahren wird, erleben wir eine Renaissance des Kohleausbaus, was wir über der Kohlekraftwerkausbau, was wir überhaupt nicht wollen. Und ich habe jetzt eine Frage an den Professor von Hirschhausen. Dieses Bundesbedarfsplangesetz wurde ja im letzten Jahr beschlossen, dieser ganze irrsinnige Trassenausbau. Welche Chance haben wir, aus dieser Nummer nochmal rauszukommen? Das wäre eigentlich meine Frage. Dankeschön. Herzlichen Dank. Haben wir hier noch eine Frage gehabt? Gabriele Bayer, Kreisverband Grüne Neumarkt, Bezirksrätin Oberpfalz. Ich habe jetzt eine Frage, die ist überhaupt noch nicht gestellt worden. Es ist ein sehr komplexes Thema, dem schließe ich mich an. Und ich, wenn ich so in die Vergangenheit nach Bayern schaue, sehe ich, dass wir ein Missmanagement in der Planung der Ansiedelung von Unternehmen in Bayern hatten, die letzten 40 Jahre, sehr stark zentriert nach München, was natürlich jetzt auch die Probleme der Energieversorgung von Südbayern mit sich bringt. Ich bin der Meinung, wir brauchen ein bundesdeutsches bzw. ein europäisches Ansiedelungsmanagement für stark energieverbrauchende Unternehmen, gekoppelt mit natürlich der Frage Netzausbau, mit gekoppelt der Frage, wo ist erneuerbare Energie am günstigsten herzustellen, aber eben auch, wie kriegen wir das mit den Unternehmen zusammen? Ich würde es gern vor allem von den Leuten aus der Wirtschaft beantwortet haben. Herzlichen Dank, das ist natürlich eine spannende Frage, wenn wir zwei Preismodelle haben. Ich würde noch gerne eine machen, in der fünften Reihe, da haben wir den grünen T-Shirt. Und dann gehen wir wieder aufs Podium und dann gehen wir noch mal runter in die Diskussion. Ja, grüß Gott. Henze, mein Name, von der Bürgerenergiegenossenschaft Freising, beziehungsweise vom Verein Sonnenkraft Freising. Meine Frage geht speziell an den Herrn Amels, beziehungsweise den Herrn Ritzau. Sie sind beide irgendwo aus meiner Sicht davon ausgegangen, wir packen das Problem irgendwo mal in den nächsten 20, 30 Jahre, gehen davon mal aus, was wir da brauchen an erneuerbaren Energien, was wir da herstellen können. Und ich würde das Ganze eigentlich doch ganz gern anders angehen. Ich würde einfach mal überlegen, wo wollen wir denn als Ziel hin? Und wenn wir als Ziel hingehen wollen, und das war ja hier auf dem Podium doch irgendwie einig, dass wir 100% erneuerbare Energien haben wollen, dann müssen wir doch irgendwo ganz anders daran dran gehen. Wir können nicht hinsehen, irgendwo ein Postulat geben, wie schaut das aus, Speicher gegen Leitungen, was ist billiger? Natürlich brauchen wir Leitungen, da werden wir sicherlich nicht drum herum kommen, bin ich der festen Überzeugung, aber schlussendlich werden wir Speicher brauchen. Und wenn wir das heute vernachlässigen, wenn wir heute uns nicht darüber Gedanken machen, was wir in 30, 40 Jahren und aus meiner Sicht vielleicht sogar schon in 20 Jahren ganz dringend brauchen, dann brauchen wir uns über die weitere Energiewende keine Sorge zu machen, weil dann kann sie nicht funktionieren. Also sprich, wir müssen hier überlegen, natürlich sind Leitungen günstiger als Speicher, aber das ist nicht das A und O. Wenn wir die 100% wollen oder auch wenn wir nur die 80% wollen, dann werden wir in die Speicher reingehen müssen und dann werden wir sie schnell brauchen und da müssten wir dann, wird sich das natürlich auch auf den Netzplan ganz massiv auswirken. Jawohl, herzlichen Dank. Ich werde jetzt in der anderen Reihenfolge beginnen, Herr Ritzau. Ja, also zu den aufgeworfenen Fragen fangen wir an mit der ersten Frage. Die ÖNB verdienen mit dem Netzausbau Geld, stimmt. Deswegen
bin ich auch der Meinung, mindestens muss das sehr unabhängig und sehr genau reguliert und überprüft werden. Ne? Dafür ist jetzt derzeit die Bundesnetzagentur zuständig. Ich glaube, dass, sagen wir mal, das Thema noch mehr Transparenz und so weiter der Debatte gut tut. Und jedenfalls darf es nicht sein, ne, dass das sozusagen so ein Selbstläufer ist. Das Problem ist natürlich das Folgende, das ist der letzte Punkt zu dem Themenblock, die Übertragungsnetzbetreiber haben am Ende des Tages die Verantwortung für den sogenannten sicheren Systembetrieb. Und wenn es wirklich mal zum Zusammenbruch kommt, dann haben sie natürlich eine Riesendebatte am Hals. Und wenn man jetzt ein Entscheidungsgremium macht von Unabhängigen und man stellt sich jetzt mal gedanklich vor, diese Haftungsfrage würde jetzt mal von den ÖNB auf das Entscheidergremium gewälzt, weiß ich nicht, ob alle Leute auch hier auf dem Podium noch so mutige Aussagen treffen würden wie im Moment. Und ja, ich glaube, die Haftungssummen können Sie mit dem Honorar nicht ausgleichen, wenn es dann mal schief geht. Also das ist tricky. Also wofür ich plädiere, ist einfach Transparenz weiter auszubauen und eine breite Debatte zu führen, wie das hier heute auch gemacht wird. Das gefällt mir schon gut. Zweiter Punkt, und der passt eigentlich dazu, das war der letzte Wortbeitrag, das Thema, man muss, glaube ich, in der Tat diese Zieldiskussion führen, dazu gehören diese ganzen Punkte dazu. Und der heutige Szenariorahmen, der kann es in der Tat, wenn man das jetzt mal wirklich so insgesamt von den übergeordneten Zielen der Energiewende anguckt, dann reflektiert sicherlich der Szenariorahmen nur näherungsweise oder nur in Teilen, so würde ich es mal formulieren, nur in Teilen die Ziele der Energiewende. Da ist ein Ausbau unterstellt, aber da wird und auch gedeckt durch die heutige rechtliche Lage, wenn irgendein privater Investor der Meinung ist, er müsse ein neues Braunkohlekraftwerk bauen und stellt einen Netzanschlussantrag, er kriegt auch die Genehmigung, sich mit der Anlage an das Netz am Punkt XY anzuschließen, dann ist nach dem heutigen Gesetz der Übertragungsnetzbetreiber halt verpflichtet, auszubauen. Dann muss man das an der Stelle ändern. Das muss die Politik machen. Ne? Also in dem Fall wäre da jetzt die Große Koalition eigentlich gefragt, die Rahmenbedingungen mal anders zu machen. Also die Zieldiskussion muss geführt werden. Unsere bisherigen Analysen haben aber etwas ergeben, die Speicher machen einen bestimmten Netzausbau nicht überflüssig. Also wenn Sie sich das nochmal angucken, die eine Folie in meinem Vortrag, sehen Sie, dass der Überschuss im Norden über das Jahr bei den Ausbauzielen in der Summe über das ganze Jahr mehr ist, als was in bestimmten Stunden fehlt. Das heißt, Sie müssen es am Ende des Tages mehrere tausend Stunden transportieren. Da kommen Sie nicht dran vorbei. Auch wenn Sie einen Speicher dahinstellen, der könnte zwar das teilweise verlagern, aber dann bleibt immer noch was übrig, was das ganze Jahr nicht abgerufen wurde. Und was machen Sie denn mit dem Strom? Sie können ja nicht in die auf Container bauen und über die Autobahn transportieren, was man eh nicht machen sollte. Also er muss transportiert werden. Also da kommt man nicht dran vorbei. Herzlichen Dank. Vielleicht zwei Anmerkungen. Einmal zu dem europäischen Management Industrieansiedlung. Fand ich einen ganz interessanten Vorschlag. Es gab vor einiger Zeit eine Pressemitteilung aus den Niederlanden. Die haben sich also bitterlich darüber beklagt, dass der Strom in Deutschland so billig sei und dass deswegen die Aluhütten nicht in Deutschland, bitteschön, sondern in den Niederlanden zu machen. Das ist genau die 180 Grad andere Wahrnehmung, als wir uns die Kollegen aus der Industrie häufig erzählt haben, dass sie an dem Industriepreis Strom oder Strompreis Probleme haben. Ich weiß nicht, ob uns das gelingt, dieses Regelungsfeld europaweit aufzumachen. Ich bin da sehr zurückhaltend, weil die Interessen national halt doch noch sehr unterschiedlich sind. Das mag vielleicht ein Fernziel sein. Im Moment würde ich es nicht als Maßstab für die Planung nehmen können. Aber ich möchte einen Gedanken aufgreifen, den wir auch gemeinsam schon in unserer Runde über den Netzausbau Korridor D schon mal diskutiert haben, dass das, was Sie auch gefragt haben, was wäre denn, wenn
Was wäre denn, wenn wir 100% ansetzen würden, wie würde sich das auf den Netzausbau auswirken? Dass wir solche theoretischen Sensitivitäten oder Sensitivitäten mehr diskutieren, auch mehr hinterlegen, nicht nur diskutieren, sondern mit Messungen und mit Studien hinterlegen, um dann für die Politik Aussagen machen zu können, was wäre, wenn. Das halte ich für die gesellschaftliche Diskussion für ausgesprochen wichtig, heißt also, diese Diskussion im Vorfeld des Netzausbaus intensiver zu führen und auch verschiedene Ansätze, es gibt ja Leute, die wollen also die Braunkohle ausbauen, wie auch immer, das gegenüberzustellen und dann sagen zu können am Ende, okay, wir haben hier eine gesellschaftliche Diskussion, so ähnlich wie beim Atomausstieg gehabt und sind am Ende dazu gekommen, das wollen wir und dafür brauchen wir den Netzausbau. Das wäre ein konstruktiver Weg, mit dem ganzen Thema auch transparent umzugehen, auch die Diskussion dazu öffentlich zu führen. Ja, vielleicht einfach mal, um die Diskussion ein bisschen zu beleben. Mit Herrn Amels kann man immer herrlich diskutieren und mit Herrn Ritzau auch und wir treffen uns und dann wird gestreamt und alles prima. Aber dann muss auch was passieren und ich halte es für riskant, die Diskussion, die wir heute führen, über diese Trasse hier jetzt lange zu verschieben, vor dem Hintergrund dessen, was in Sachsen-Anhalt, in Brandenburg und in Sachsen passiert. Da ist auch sympathisch, dass man sagt, okay, wir machen dann ein Kohleausstiegsgesetz und ein Flexibilisierungsgesetz und dann führen wir noch CO2-Grenzwerte ein. Wenn wir mal auf die Machtverhältnisse im Bundestag schauen, dann dauert das noch ein paar Tage. Und wir haben eine Situation, wo in Pödelwitz Herr Hauser innerhalb der nächsten 18 Monate abgebaggert wird, beziehungsweise die Entscheidung fällt. Wir haben eine Situation, wo vor 4 Wochen die Regierung von Brandenburg die Abbaggerung von Proschim, Welzow-Süd und Lindenfeld entschieden hat, wogegen geklagt wird, was wahrscheinlich durchkommen wird, weil Braunkohle ist nicht mehr systemrelevant. Das heißt, wir müssen jetzt agieren und natürlich, wenn wir diskutieren, als Wissenschaftler diskutiere ich immer gerne noch dazu mit so kompetenten Leuten wie hier auf dem Podium, aber die Diskussion bezüglich der Trasse wird man damit nicht beeinflussen. Mein Gefühl sagt mir auch, dass das weitestgehend angekommen ist, weil man auch in den entsprechenden Entscheidungsgremien diese gelben Balken hier identifiziert hat. Und dieser Balken ist ein neues Braunkohlekraftwerk in Profen und in Niederhausen. Und da brauche ich dann auch nicht mehr zu diskutieren. Das kommt doch nicht beim Markt. Ja, dann erklären Sie mir doch mal, und wir haben ja schon mal darüber diskutiert, wie ich als Übertragungsnetzbetreiber, der ein ausführendes Organ ist, wie ich die Chuzpe haben kann, mich gegen, und die Zahlen liegen vor, wir haben das auch berechnet, gegen mein Ministerium, gegen meine Kanzlerin, zu einer Braunkohle-Energiewende durchzuringen. Das führt dann zu dem letzten Punkt. Ich glaube, es reicht nicht, Transparenz zu erhöhen. Ich glaube, wir müssen wegkommen von einem System, wo die Netzbetreiber zwar formal entbündelt sind, Unbundling, aber de facto natürlich entweder direkt, wie beim Amprion, an dem der RWE noch Kapitalanteile hat und einen erheblichen Einfluss, oder indirekt, wie bei 50 Hertz, die sozusagen back-to-back mit Vattenfall die Netzplanung vorantreiben, oder sogar innerhalb einer Holding, wie bei der Transnet BW. Das, glaube ich, ist nicht im Sinne der Energiewende. Ich glaube, wir brauchen dann eine Strukturreform, zum Beispiel in Richtung eines unabhängigen Netzbetreibers, eines Independent System Operators, wie zum Beispiel das Beispiel in Kalifornien zeigt, was nicht heißt, dass es danach keinen Netzausbau mehr gibt, natürlich nicht, aber es gibt einen, der sich an den energie- und klimapolitischen Zielen orientieren muss und wir laufen hier in eine Situation rein, wo genau das Gegenteil passiert. Herzlichen Dank. Wir beginnen links vorne. Ich habe jetzt 5 Wortmeldungen nur noch, leider. Also ich kann jetzt nur noch 5 machen. Es ist 13 Uhr, das ist eigentlich die Mittagspause. Wir überziehen ungefähr 10 Minuten, aber dann müssen wir wirklich in die Mittagspause gehen. Ich würde alle anderen dann einfach bitten, dass sie sich dann in der Mittagspause die Referenten schnappen oder wenn sie denken, der kompetent ist. Also in dem Sinne nochmal guten Appetit. Gell? Ja, da vorne links. Okay. Britta Walter, Grüne Stadträtin aus Nürnberg. Ich habe
zwei Fragen. Eine an den Herrn Ritzauer. Herr Ritzauer, Sie hatten erwähnt in Ihrem Vortrag, dass einer der Kritikpunkte, die immer noch besteht bei den Netzentwicklungsplänen, einfach eine, ich sage mal, in den, die Ausarbeitung auch ist, speziell auf der Zeitschiene. Also Sie haben erwähnt, da gibt es keine Priorisierung der einzelnen Maßnahmen. Da würde mich einfach interessieren, können Sie da noch ein paar Worte dazu sagen, wie so das aussehen könnte? Und dann habe ich noch eine Frage an den Professor Hirschhausen. Wir haben ja jetzt gerade schon mal andiskutiert, dass wenn Sie sagen ja, die Trasse wäre jetzt nicht notwendig, wir können ohne sozusagen einen Transportweg von Nord nach Süd die Versorgungssicherheit in Bayern auch sicherstellen. Wir haben einen Aspekt schon erwähnt, dass wir dadurch Strom aus dem Ausland zuliefern. Sie haben aber auch erwähnt in Ihrem Vortrag, dass Bayern dafür eigene Kraftwerke bauen oder vorhalten müsste. Da würde mich einfach ganz konkret interessieren, was für Kraftwerke wären das? Welchen Anteil wäre die sozusagen Eigenleistung Bayerns? Wie viel Strom müsste aus dem Ausland transportiert werden? Und natürlich, welche Energieträger oder aus welchen Energieträgern würde dieser Strom auch ganz konkret stammen? Vielen Dank, Britta. Wir sind jetzt in der letzten Reihe ganz hinten. Zu den anderen Kraftwerken, wenn Sie beim Herlaufen, haben Sie sicherlich gesehen, Sandreuth, das große Gaskraftwerk, das hinten steht mit einem großen Wärmespeicher, ideal, bestes Kraftwerk, läuft halt nur letztes Jahr ein paar Prozent der Jahresstunden. Die sind bei 8-9%, also hochdefizitär. Das sind wirklich Sachen, die müssen wir anpacken. Ja, mein Name ist Ralf Hansen, Vorsitzender der Wärme-Strom-Gemeinschaft, Energiegenossenschaft, Bürgerenergiegenossenschaft seit 5 Jahren. Ich habe folgende konkreten Fragen, und zwar als Bündnis 90, die Grünen, sollten wir ja zukunftsorientiert denken. Das, was ich heute gehört habe, außer vom Herrn Hirschhausen, dem ich absolut zustimme, wir brauchen diese Leitung nicht, beschäftigen wir uns eigentlich mit dem Ist-Zustand. Ist-Zustand heißt konkret, wir haben sehr leistungsorientiert Spitzenproduktionen in den Windregionen. Es gibt ganz klare Aussagen aus der Windkraftindustrie, die deutlich machen, dass wir bei gleicher Masthöhe Halbierung der Generatoren auf die Hälfte die Laufzeit verdoppeln würden. Damit würden wir deutlichst die Windspitzen wegnehmen. Wir hätten eine volle Abdeckung auch heute schon über nicht nur 2000 Stunden, sondern 4000 Stunden. Wie weit ist das berücksichtigt in den ganzen Szenarien? Dann das Zweite, was dazu kommt für mich, wir machen uns viel zu wenig Gedanken in den Diskussionen momentan über vorhandene Netze. Wir haben nämlich ein riesiges Erdgasnetz. Und da nur das kurze Beispiel, Power to Gas ist kein Spielkram mehr. Die Audi AG ist zum Beispiel jemand, der eine Anlage in Werlte gebaut hat, die 20 Milliarden, die eben in den Raum gestellt wurden für Netzausbau, die umgesetzt, da würde man 4000 Anlagen von der Kategorie Werte für Audi hinkriegen, wobei das 4 Millionen Fahrzeuge mit einer Laufleistung von 15.000 Kilometern entsprechen würde. Auch dazu bitte einfach mal eine kurze Stellungnahme. Danke. Herzlichen Dank. Wir sind in der drittletzten Reihe. Yvonne, wenn du vielleicht, der Herr mit der braunen Jacke und der Brille. Ja, genau. Ja. Gerd Kreisel, Energiewende Bündnis Nürnberg. Es wurde vorhin angesprochen wegen der Arbeitsplätze der Braunkohle. In den letzten 2 Jahren wurden in der fast derselben Gegend an Wolfenbitterfeld fast die ganzen Solarmodul- und Solaranlagenerzeuger platt gemacht. Von den Arbeitsplätzen hat niemand geredet. Vielen Dank, und ich bedanke mich auch für die Kürze des Beitrags. Wir sind da vorne in der dritten Reihe, die Dame mit den... Ja, dann kommen wir Sie noch. Ja, Helga Krause, Bund Naturschutz. Ich danke eigentlich Herrn Ralf Hansen, dass er genau das Thema auch schon angesprochen hat, das mir auf dem Herzen liegt. Wir haben in Deutschland ein riesen Speichernetz, kann man eigentlich sagen, durch die Gasleitungen. Warum ist das heute eigentlich bis jetzt noch nicht angesprochen worden? Die Möglichkeit, überschüssigen Windstrom in Wasserstoff umzuwandeln und den dann in unser großes Gasnetz einzuspeichern, das ja als Riesenspeicher vorhanden ist. Dankeschön. Yvonne, noch der Herr mit der hellblauen Ding. Tut mir leid, dass wir uns leider jetzt der letzte Wortbeitrag ist. Also wie gesagt, die anderen würde ich einfach bitten, dann am Nachmittag in den Foren noch einmal zu diskutieren. Ja, mein Name ist Bias Ruberl, ich komme aus dem Nürnberger Land.
Ich gehöre keine Partei an, auch keinem Energieunternehmen. Ich bin einfach ein Mutbürger. Und zwar folgendes. In den ganzen Diskussionen in der Öffentlichkeit wird nicht gefragt nach den Meinungen, nach den Gefühlen der Bürger, die direkt betroffen sind. Das ist mal grundsätzlich so, von keiner Partei. Und hier möchte ich noch weiter aufgreifen, jetzt ist er weg vom Herrn Emmerich, den Bock zum Gärtner machen, an die Frage dann an Sie, den Herrn von der BET. Sie haben gesagt, Sie arbeiten für Argon, Agora. Da möchte ich wissen, wer ist Agora? Das war's. Herzlichen Dank. Jawohl. Dann beginnen wir mit Herrn Hirschhausen. Ich würde Sie bitten, also wir haben jetzt für alle drei 5 Minuten, also jeder 2 Minuten, wenn es möglich ist. Ja, vielleicht dann ganz konkret. Arbeitsplätze ist ein Argument in dem Kraftwerksbereich, um den es in Sachsen und Brandenburg geht. Arbeiten weniger Personen, nämlich 750, als abgebaggert werden sollen. Das ist nämlich 800. Im Bereich der Erneuerbaren arbeiten 4- bis 5-mal so viele in den Ländern. Und wir haben das gerade 1:1 gezählt. Das wird nächste Woche veröffentlicht. Arbeiten 5- bis 6-mal so viele Personen wie in der Braunkohle. Was nicht heißt, dass diese Arbeitsplätze nichts wert sind. Aber wir reden von 25 Jahren, die vor uns liegen, bis Ende der 30er, und das heißt, dieser Strukturprozess ist gut unterwegs. Zu den technischen Fragen, Power to Gas, beziehungsweise auch Sicherung in Süddeutschland, gibt es unterschiedliche Szenarien. Die aktuelle Situation spricht erstmal dagegen, Gaskraftwerke zu bauen, weil davon haben wir zurzeit genug. Power to Gas ist bei uns noch nicht drin, wir arbeiten daran, weil das perspektivisch eine Technologie für die 30er Jahre ist, ist aber mit Sicherheit wichtig, insbesondere für die dezentrale Nutzung. Das kann dann Wasserstoff sein, das kann aber auch sozusagen direkt, der transportiert wird, das kann aber auch direkte Wärme sein. Deshalb ist es gut, dass dieser Szenariotrichter, den Herr Ritzau gezeigt hat, berücksichtigt wird. Und dann wollte ich noch als letzten Punkt ansprechen, bei allem Respekt für die Energy Nautics Studie. Wir haben auch eine Studie gemacht für das HGÜ-Netz im Jahr 2050. Und das zeigt eine Sache ganz klar, die Idee eines europäischen Supernetzes, wo alle miteinander verbunden sind und so wie wir das vor 10 Jahren noch gedacht hatten und dann bis nach Saudi-Arabien und Island, ist, man kann das bedauern oder nicht, nicht sinnvoll. In der Energy Nautics Studie, die ich im Detail gelesen habe, geht es nicht um die Leitung Bad Lauchstädt-Meitingen, sondern da ist sozusagen ein Bereich, der heißt Ostdeutschland. Da gibt es einen Bereich, der heißt Süddeutschland. Das heißt, dass es nicht auf demselben Niveau erfolgt, was nicht heißt, dass nicht irgendeine Modellierung zu irgendeinem Ergebnis kommen kann, wo man mal eine Leitung braucht. Bei uns ist es definitiv nicht der Fall. Und deshalb denke ich, dass nur weil in irgendeiner Studie eine Leitung auftaucht, bei uns, wir machen übrigens auch Studien, wo die Leitung auch auftaucht in bestimmten Szenarien, das hat aber nichts mit der politischen Wertung zu tun, dass wir für die Energiewende diese Leitung nicht brauchen. Vielen Dank. Ja, ich möchte vor allen Dingen auf die Frage von Herrn Hansen eingehen. Als alter Windmann habe ich mir das einfach rausgenommen. Sie fragen, inwieweit die Windenergieindustrie denn nicht durch die Verdoppelung oder durch die Halbierung der Generatorleistung und wesentlich mehr Volllaststunden dann am Ende nicht so viel Übertragungsbedarf hat. Kommt drauf an, wenn man jetzt den Bedarf oder wenn man vom Bedarf her geht, ändert das ja erstmal nichts. Und wenn der Bedarf in Bayern und Baden-Württemberg insgesamt 22 Gigawatt ist, dann führt das nur am anderen Ende dazu, dass doppelt so viele Windenergieanlagen gebaut werden müssen, weil sie nur mit der halben Leistung einspeisen können. Zwar wesentlich mehr Stunden, insofern gebe ich Ihnen recht, das macht Sinn, diese Entwicklung weiterzutreiben, um eben nicht nur 1.000 oder 2.000 Stunden im Jahr liefern zu können, sondern 4 und 5. Absolut d'accord. Nur am Übertragungserfordernis ändert das auch wieder nichts. Herzlichen Dank, Herr Amitz. Herr Ritzau. Ja, auch noch kurzer Kommentar zu den einzelnen Punkten. Also, unsere Analysen zeigen, neue Braunkohlekraftwerke sind beim heutigen Großhandelspreis
an der Strombörse bei weitem nicht wirtschaftlich zu betreiben. Er müsste mindestens sich verdoppeln. Und das sind, glaube ich, dann strategische Kalküle, die da momentan eine Rolle spielen. Betriebswirtschaftlich macht das mit den heutigen Großhandelsmarktpreisen absolut keinen Sinn. Und wenn die so bleiben, wird die auch keiner bauen. Denn so viel Geld haben die Großen auch nicht mehr, dass sie in weitere neue Kraftwerke Geld verbrennen können. Also da bin ich relativ überzeugt von. Das ist allerdings dann eine Frage des Strommarktdesigns, wo man einen sehr umfassenden Kapazitätsmechanismus einführt, von dem alle profitieren, dann kann das anders aussehen. Oder ob man einen gezielten Kapazitätsmarktmechanismus einzielt, der so ausgestaltet ist, dass man die Ergänzungstechnologien anreizt, die man kompatibel zu Wind und Sonne braucht. Zweiter Punkt, das ist das Thema Lastmanagement und Power to Gas. Also grundsätzlich glaube ich, dass das ein sehr interessanter Ansatz ist. Es ist aber von den Kosten, ich kann Ihnen jetzt keine ganz genaue Zahl sagen, es ist aber extrem teuer. Also es tut mir ja leid, wenn ich das jetzt gegen den Netzausbau benchmarke, aber das muss man tun. Also beim Netzausbau reden wir über einige Zehntel Cent, das sind 1 bis 2 Euro von der Stromrechnung pro Monat für einen privaten Haushalt. Tatsächlich ist das nicht mehr bundesweit. Aber Power to Gas ist eine Zukunftstechnologie, es ist eine Großtechnologie, die sozusagen noch nicht in dem Sinne erprobter langjähriger Stand der Technik ist. Sie hat auch den Nachteil, dass also der Windstrom am Ende der Kette nur zu 30-40% genutzt wird. Ich bin der Meinung, am langen Ende, wir hatten vorhin einen Beitrag, wo gesagt wurde, wo wollen wir eigentlich am langen Ende sein? Am langen Ende sehe ich Power to Gas ist eine Möglichkeit. Aber heute ist es also um Größenordnung. Da reden wir über den Faktor 10, 20, 30 im Vergleich zum Netzausbau und nicht im Faktor 2 oder 3 teurer. Und Agora Energiewende ist eine unabhängige Stiftung und wurde bis Ende letzten Jahres von Rainer Barke geleitet, der damals den rot-grünen Atomausstieg verhandelt hat. Herzlichen Dank. Wir sind jetzt mit dieser Runde erstmal zu Ende. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für die sachliche Diskussion. Also es war wirklich jetzt eine tolle Veranstaltung heute Morgen. Wir haben eine Aufteilung in den Foren und zwar bleiben alle diejenigen, die sich fürs Forum 1 Moderation Ludwig Hartmann entschieden haben, hier im großen Saal. Es geht weiter sagen wir mal 5 nach 2. Forum 2 ist im kleinen Saal, das ist im ersten Obergeschoss. Forum 2 wird von der Frau Gothe moderiert. Es geht um die Erdverkabelung, also ein Saal hoch, kleiner Saal. Das Forum 3, wie gefährlich sind Hochspannungsleitungen, findet im Atelier im Erdgeschoss statt. Das ist, wenn Sie direkt hier hinübergehen. Und das Forum 4, die Bürgerbeteiligung, ist draußen im Foyer. Es gibt jetzt ein Mittagessen, da wünsche ich ein guten Appetit, das ist von uns nochmal finanziert. All diejenigen, die was anderes haben möchten, müssten einfach sehen, ja, wo sie etwas hier in der näheren Umgebung bekommen. Zumindest also hier werden sie verköstigt und ich habe noch kleine Geschenke für die Referenten, aber das können wir hier noch machen. Herzlichen Dank. Applaus